Du. Ja, ich bin. Ja, du bist. Du bist ein Nichts. Was für Nichts? Na gut, tschüss, Dieter. Apropos Nichts. Nichts Genaues weiß man natürlich wie immer nicht. Allerdings, drei Kreuze aus Mineralien am Rathaus in Freiberg sind Hinweise auf den Bergschöppenstuhl oder auch Bergschöffenstuhl genannt. Dieser war ein vom Landesherrn eingesetztes Direktorium, das in streitigen Bergsachen Recht sprach. Die Erkenntnisse der Schöffenstühle nahmen oft Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Bergrechts im Großen und Ganzen. Du bist ein Nichts im Ganzen, wollte ich sagen. Ja, ein Nichts im Ganzen. Ja, tschüss. Nein, du wolltest mal zuhören, bitte. Du bist ein Nichts im Ganzen, wenn du ihm nicht dienst. Steht hier am Rathaus. In Freiberg. In Freiberg kann ich gar nicht fassen, muss man genau hingucken hier am Rathaus. Freiberg hat die älteste Universität, die älteste technische Universität der Welt, 1725 gegründet. Dresden im Vergleich dazu erst 1828. Und dann steht so ein Quatsch hier am Rathaus. Tatsächlich. Das ihm ist aber kleingetrieben. Sollte uns das nicht zu denken geben. Muss darüber nicht mal nachdenken.